Ist es sinnvoll, Amazon FBA zu starten mit zwei Personen? Allgemein ist es einfach sinnvoll, ein Unternehmen aufzubauen, ein Business zu starten und es nicht alleine, sondern vielleicht mit einem Partner, mit einem Freund, wie auch immer. Und in diesem Video werde ich mal ein bisschen die Erfahrung erzählen von den Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die das zu zweit gemacht haben. Ich habe selbst ein Unternehmen zusammen mit einem Partner und was da die Vor- und Nachteile sind und worauf du unbedingt achten solltest. Denn es ist tatsächlich so, dass es nicht immer unbedingt die beste Möglichkeit ist, auch wenn es vielleicht erstmal so scheint. Ganz kurz erstmal, warum tun sich Leute zusammen? Kann nämlich für jeden interessant sein, auch für dich, wenn du jetzt vielleicht gerade alleine bist. Leute tun sich zusammen, wenn sie sich ergänzen und zusammen schneller mehr erreichen können, als sie das alleine könnten. Ja, bedeutet beispielsweise, du hast jetzt 20.000 Euro am Start, du startest los, fängst an, das Wissen aufzusammeln, hast aber noch 3-4 Sachen nebenbei laufen, dann hast du sozusagen die Idee, okay, ich möchte gerne in dieses Geschäftsfeld verkaufen, online einsteigen, hast aber eigentlich gar nicht die Zeit dazu. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, dein Kapital zu nehmen, das mit der Zeit eines anderen kompetenten Menschen zu verknüpfen und dann das Ganze aufzubauen. Umgangssprachlich nennt sich das ein Mitarbeiter. Es ist aber natürlich auch sinnvoll, gerade wenn du am Anfang stehst und selbst gar nicht diese Prozesse kennst, keinen Mitarbeiter zu nehmen, sondern wirklich einen Partner zu nehmen. Vorteil ist auch in Zukunft, man hat einfach nicht die gesamte Verantwortung für sich alleine, sondern man kann zum Beispiel eine Aufgabenteilung machen. Man kann bestimmte Aufgaben an die eine Person abgeben, wenn die vielleicht gut dafür geeignet ist, und andere Sachen selbst machen. Hört sich also erstmal logisch an, so, yo, lass uns ein Business zu zweit starten, ist so eine Top-Sache. Das Ganze hat aber sehr, sehr viele und sehr bedenkliche Nachteile auch. Nachteil 1 ist, dass man nicht mehr frei die Rechtsform wählen kann. Also du kannst kein Einzelunternehmen machen. Wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr kein Einzelunternehmen haben, sondern müsst entweder eine GmbH, ihr könnt eine GbR gründen, könnt eine UG machen und ihr habt halt zwei Gesellschafter. Das bedeutet im Grunde genommen, ihr müsst eure Entscheidungen auch zu zweit treffen. Im Idealfall ist es natürlich immer so, dass man einer Meinung ist, aber es wird auch Momente geben, in denen man ist man verschiedener Meinung. Und im normalen Leben ist das immer so, wenn man verschiedener Meinung ist, dann ist das nicht so wichtig. Und irgendwie jeder macht so sein Ding. Aber dabei ist es wie so eine Ehe. Ihr seid zusammen in dem Unternehmen und es kann nicht sein, dass der eine sagt, ich möchte 10.000 Euro in das Produkt investieren und der andere sagt, ich möchte gar nichts investieren, soll mir das Geld auszahlen. Man muss dann zusammenkommen und muss eine Einigung finden. Und es ist auch nicht immer so, dass man Kompromisse machen kann. Im Unternehmertum kann man nicht immer Kompromisse machen. Manchmal muss man sagen, okay, wir können jetzt nicht sagen, okay, 5.000 Euro zahlst du dir aus und meine 5.000 Euro investieren wir ins Business, sondern wir machen entweder oder. Und bei solchen Sachen stößt dann diese Partnerschaft auch mal schnell an Grenzen. Das bedeutet, im Idealfall, wenn man sich zusammentut, sollte man ganz klar von vornherein definieren, wie und wer in welchem Bereich Entscheidungen trifft und diese Entscheidung dann auch diese Person trifft, auch wenn das gegen den Willen der anderen Person ist. Und das sollte man von Anfang an treffen. Das vereinfacht das Ganze, aber es bleibt trotzdem die Situation, dass Sachen passieren werden, vielleicht nicht in den ersten 6 bis 12 Monaten, aber die dir nicht gefallen werden. Und das wird irgendwann sowieso so kommen. Viele Leute sagen immer, ja, ist egal, wir haben das gleiche Ziel, wir wollen beide viel Geld verdienen. Aber irgendwann kommen einfach Entscheidungen und es kommen Punkte, an denen denkt der eine so und an denen denkt der andere so. Es kann sein, dass du ein Business hast, was 100.000 Euro Gewinn im Monat abwirft mit zwei todunglücklichen Gesellschaftern, weil der eine würde gerne rausgehen, der würde gerne das Ding verkaufen und der andere will nicht einen Cent sich ausbezahlen, sondern will das Geld reinvestieren und das Ding auf 1 Million bringen. Das heißt, es hat auch nichts mit dem Ergebnis zu tun. Es wird immer Unstimmigkeiten geben, das ist das erste große Problem. Das bedeutet, wenn du dir einen Partner suchst, macht klare Rollen und schaut einfach mal, was passiert, wenn ihr nicht einer Meinung seid. Ja? Weil im Geschäft ist es einfach so, das geht nicht. Ihr könnt nicht lange ohne eine gleiche Meinung sein, weil dann passiert gar nichts und dann geht euer Geschäft baden. Weil wenn ihr euch weder was auszahlt noch investiert, dann liegt das Geld sozusagen brach. Ganz, ganz, ganz wichtig ist es außerdem, gerade wenn du jetzt vielleicht noch alleine bist und überlegst oder es noch nicht für dich feststeht, dass du mit jemand anderem zusammen bist, zu schauen, ob das für dich ein Vorteil ist, diese Person, oder ein Nachteil. Denn wir sind in der menschlichen Natur so, dass wir gerne Bestätigung suchen. Das bedeutet, dass wir oft hingehen und sagen, ey, lass uns das doch zusammen machen. Du hast zum Beispiel Bock, einen Film anzugucken, ins Kino zu gehen und du fragst jemanden, hey, hast du nicht Bock, da mitzugehen? Oder du möchtest in einen Erlebnispark oder du möchtest unbedingt mal da und da hinreisen.
Ja, sagen wir mal, du willst unbedingt mal nach Australien. Und du willst jetzt irgendjemand, dass der mitkommt einfach. Du willst noch jemand anderen davon begeistern. Ja, du willst es nicht alleine machen, sondern willst es mit jemand anderem machen. Und jetzt gehst du zu jemandem hin und sagst, lass uns nach Australien. So. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Person sagt direkt nein. Gut, das wäre im Unternehmen jetzt eine simple Sache. Okay, dann machst du es eben gar nicht oder alleine. Das ist schon wieder wichtig, dass du einen Blick drauf gibst, was andere Leute sagen und dein Ding durchziehst, weil sonst wirst du nie erfolgreich werden. Aber das größere Problem ist, wenn die Person sagt so, ja, ich möchte mich mal ein bisschen informieren darüber. So, dann liest sie sich ein Prospekt durch die Australien, wo könnten wir denn da hin? Das gefällt mir alles nicht. Und du willst eigentlich, du hast deinen Urlaub in einem Monat, du willst jetzt buchen. Aber diese Person, die überlegt und denkt nach und hält dich auf, das ist in den meisten Fällen, wenn du gerade am Anfang stehst, der Fall, dass du ein Ziel hast, du bist gerade alleine, aber diese andere Person, die zieht nicht so mit wie du. Ja, die ist nicht so hyped wie du, gibt nicht so Gas wie du. Ja. Und in dem Fall hast du ein Riesenproblem. Denn auf der einen Seite hast du dich jetzt schon so ein bisschen dazu committed, mit dem das zusammenzumachen. Das heißt, du hast da schon so ein bisschen Hoffnung reingesteckt, hast schon fantasiert, wie ihr das alles zusammen so toll aufbaut. Aber was einfach nicht der Fall ist, dass es jemals Realität werden wird, weil diese Person dich immer aufhalten wird. Und du denkst, das klärt sich schon, wenn wir dann erstmal angefangen haben. Aber es wird immer so sein, es ist eine Persönlichkeit. Du willst mit solchen Leuten niemals zusammenarbeiten. Wenn du mit jemandem, das war zum Beispiel mit mir und Luca damals so, ich habe Luca angerufen und gemeint, yo, wir bauen eine fetteste Agency im Bereich Marketing auf für Amazon-Händler. Und Luca hat gesagt, lass es uns das machen, ich habe mega Bock drauf. Hat direkt Ideen reingeschmissen. Das sind die Leute, die du brauchst. Wenn du nach Australien willst, dann willst du nicht jemanden, der sich das überlegt, sondern du willst jemanden, der sagt, yo, lass uns an die Ostküste, ich habe Bock dahin, ich habe Bock dahin, ich habe Bock das zu machen. Lass uns am besten schon nächste Woche losstarten. Das sind Leute, die bringe ich nach vorne und die führen letztendlich dazu, dass du einen geilen Urlaub hast. Aber bevor du jemanden nimmst, der nicht so ist und der sich darüber Ewigkeiten Gedanken macht, flieg nicht mit denen in den Urlaub. Selbst wenn du ihn dazu bekommst, mit dir hinzufliegen, wird er dir nur auf die Eier gehen, weil er nicht das machen will, er will nicht das machen, ich will nicht so viel Geld hier ausgeben, ich will nicht das und so weiter und so fort. Und das führt dann dazu, dass du etwas tust, was du alleine extrem erfolgreich hättest tun können, aber nur weil du diese Bestätigung oder weil du es mit jemand anderem machen wolltest, aus der Hoffnung, es würde geiler werden, aber tatsächlich ist es dadurch beschissen geworden. Und das mag im Australienurlaub verkraftbar sein, aber in deinem Business willst du das nicht haben, weil da bedeutet, du verdienst kein Geld, deine Träume werden keine Realität, du kommst nicht voran, du hast nicht das Gefühl, dass es geil ist, es macht keinen Spaß, weil ihr nicht an einem Strang zieht gemeinsam. Und das ist ein großes Problem. Das bedeutet, ich sehe das immer wieder, dass Leute sich zusammentun und einer, es müssen auch nicht immer zwei sein, es können auch drei sein oder teilweise sind sogar vier oder fünf Leute da, und ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir bei uns sowas wie Qualifizierung machen, bevor wir mit dem Kunden zusammenarbeiten. Wir haben bei uns so eine krasse Community, wo die Leute sich gegeneinander pushen, ja, sich vorantreiben, sich helfen. Ey, bevor ich da einen Kunden gewinne und an dem 5, 10, 20.000 oder was auch immer verdiene, ja, der aber letztendlich den gesamten Korb verdirbt, weil der negative Vibes spreadet, weil der einfach nicht vorankommt, weil er nicht umsetzt, dann spare ich mir diese 20k und habe dafür lieber 200 erfolgreiche Kunden. Ja. Es ist viel, 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 viel wichtiger. Es ist viel wichtiger, dass du nicht möglichst, mit möglichst vielen Leuten irgendwas zusammen machst, sondern dass ihr eine möglichst große Qualität erreicht. Und dass es möglichst schnell und effizient vorangeht und dass ihr Aufgaben teilt. Zum Beispiel sagen wir mal, du hast deinen besten Kumpel, ihr seid genau gleich und ihr wollt zusammen ein Business starten. Macht keinen Sinn. Ihr seid genau gleich. Das ist ein Problem. Du solltest lieber jemanden suchen, der dich ergänzt. Das ist besser. Das heißt nicht, dass du es nicht mit deinem Kumpel zusammen machen kannst. Es geht, klar. Aber im Idealfall ergänzt ihr euch. Ja, persönlichkeitstechnisch zum Beispiel ist es so, ich bin jemand, der sehr, sehr wenig in diese blaue Richtung ist. Ja, also sehr wenig Zahlen, Daten, Analyse. Ich kann das mittlerweile. Ich kann sehr analytisch sein. Ich kann sehr viel mit Zahlen machen. Ja, das hab ich gelernt und macht mir mittlerweile auch Spaß. Aber ich bin von Grund auf eher der kreative Denker. Ja, das heißt, ich überlege mir eine Strategie, ich schaue, wie das funktioniert und dann habe ich einen Mitarbeiter, der das für mich systematisiert. Ja. Das ist aber wichtig, dass man sich dann da ergänzt. Und das sollte bei dir und deinem Partner auch der Fall sein, dass sie sozusagen hingeht und sagt, okay, ich bin zum Beispiel extrem gut im Bereich Marketing. Ja, ich kann vielleicht gut verkaufen. Und der andere ist dafür mega, mega, mega gut in der
Analyse oder kann super, super, super gut Ideen ausarbeiten oder kennt sich vielleicht mit Produktentwicklung oder irgendwie sowas aus. Ja? Und das ist auch dabei nicht so wichtig, dass ihr am Anfang diese Kompetenzen habt, sondern die Interessen zählen. Ja, weil Kompetenz ist eine Sache, die maßlos überbewertet wird und relativ schnell gelernt werden kann, wenn das Interesse besteht. Also schaut lieber, dass ihr nicht auch aus Zwang euch Kompetenz reinholt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, ich bin alleine und ich möchte mit dem das Business starten und überlegt 3 oder 4 Monate, wie ihr den bei euch ins Unternehmen bekommt, diese Person, weil die XY super gut kann, zum Beispiel Produktrecherche, in der Zeit hättet ihr selbst das lernen können. Ja? Und das ist einfach ein großes Problem. Also überlegt euch gut, ob ihr das zu zweit machen wollt. Eine Möglichkeit ist auch immer, zu zweit etwas zu starten, indem jeder sein eigenes Ding macht. Man hat im Grunde genommen den gleichen Effekt. Man kann sich gegenseitig unterstützen, man kann sich unterhalten, man kann sich austauschen. Aber jeder kann sein eigenes Ding machen. So, und am Ende zeigen ja die Resultate und die Ergebnisse, wer von euch die bessere Strategie fährt. Und dann kann der andere das umsetzen. Deswegen zum Beispiel haben wir eine Community bei uns. Ja. Weil es einfach Sinn macht, sich mit Leuten auszutauschen, ohne immer direkt die als Entscheidungstreffer mit im Boot zu haben. Das ist gut. Genau. Also, überlegt euch gut, ob ihr das mit jemandem zusammen machen möchtet. Meine grundsätzliche Empfehlung, pauschal kann man das nicht sagen. Ja, es können auch sehr geil. Also es ist, wie gesagt, ich habe jetzt die Nachteile aufgezählt, am Anfang die Vorteile. Es kann Sinn machen. In den meisten Fällen ist es so, dass es keinen Sinn machen wird. Also pauschal würde ich, kann man es nicht sagen, aber wenn man es pauschalisieren würde, würde ich immer eher dazu raten, dass jeder sein eigenes Ding macht und wirklich nur sich zusammentut, wenn es zwingend notwendig ist oder wenn man sieht, dass daraus wirklich dann ein massiv größeres Potenzial entsteht. Denn letztendlich muss das Potenzial nicht 1,5-mal so groß sein, nicht 1,2-mal so groß sein, sondern mindestens 2-mal so hoch sein. Weil dann lohnt es sich erst, weil du es auch am Ende durch 2 teilen musst. Ja? Wenn du dann 10.000 Euro verdienst, ist alleine schon geil, da hast du 5.000 Euro nach Steuern. Wenn du 5.000 verdienst, ist es schon kacke, weil dann hast du 2.500 Euro pro Person, hast du noch irgendwie, keine Ahnung, 1,8 nach Steuern. So, ja? Und der Aufwand ist vielleicht sogar ein ähnlicher gewesen. Alright, also denkt drüber nach, schaut euch das an und wir sehen uns im nächsten Video.